Ja, liebe Leute vom Mittagsläuten, im heutigen Sonntagsevangelium überrascht Petrus mit einer banalen Ansage. Man könnte sagen, sie sei banal. Ich gehe fischen. Die Apostel waren zusammen, so als wüssten sie nicht so recht, was sie tun sollten. Und Petrus sagt, ich gehe fischen. Er war immerhin der Sprecher der Apostelgruppe. Und für mich hat diese banale Ansage eine ganz tiefe Bedeutung. Ich gehe fischen. Er, der Fischer, tat das, was er konnte. Er geht fischen und als er berufen wurde von Jesus, sagt Jesus zu ihm, du sollst Menschenfischer werden. Das Fischen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben und auch nach Ostern, als der Osterglaube noch nicht reif war, noch nicht stark, da geht er fischen. Und er geht fischen und fällt auf die Nase, denn er fängt nichts. Bis am anderen Morgen Jesus am Ufer findet, der ihm sagt, geh doch einfach und wirf das Netz auf der anderen Seite des Bootes nochmal aus und du wirst etwas fangen. Wie viel Vertrauen braucht es in diesen Menschen, der da einfach kommt und sagt, tu und mach. Und Petrus tut es und in der Tat, er fängt Fische. Er schenkt Jesus sein Vertrauen, er lässt sich nicht ins Loch fallen, das da lautet, hab's schon probiert, bringt eh nichts. Nochmal aufstehen, wieder anfangen. Die Hoffnung im Alltag, das zu tun, was wir können, damit zu beginnen. Und das Vertrauen in Jesus, es nochmal zu wagen, wenn es mal schief geht. Und dann kommt die Ansage, als sie wieder im Boot sind, da Johannes zu Jesus sagt, es ist der Herr. Es war jener Jünger, der ihn Jesus liebte, der aus Liebe, aus innerer Zuneigung immer auf der Suche nach Jesus war, die Begegnung mit ihm wünschte und wollte. Diese Impulse, sie bringen das Leben voran. Sie bringen auch den Osterglauben voran. Und ich denke, das ist es, was wir Christen unseren Zeitgenossen uns selber schenken können. Diesen wachsenden Osterglauben, das tun, was wir können, nicht ins Loch fallen, sondern es nochmal versuchen auf Jesu Ansage hin, ihm Vertrauen schenken und dann die Gemeinschaft der Liebe suchen, einander darin bestärken, die Jesus und war mit den Jüngern dann am Ufer und sie aßen Brot und Fisch. Sie bestärken einander und keiner traute sich mehr zu fragen, wer bist du? Denn alle wussten, dass es Jesus war, jener, der sich um sich versammelt hat, dass sie zu einer Gemeinschaft der Caritas, der Liebe, der gegenseitigen Fürsorge, Hilfe, Unterstützung wurden, einander zu helfen, das zu werden, was in ihnen schlummert, was sie sind. Dazu gebe uns Gott seine Kraft und seinen Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja.
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Der Herr ist den Jüngern erschienen, Halleluja! Sie sahen ihn und freuten sich, Halleluja!
Mächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Herr segne euch und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er schaue auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis, Halleluja, Halleluja.